Hollandier spricht von der originären oder der primordialen Gewalt der Mutter, deren infernalische Aufgabe darin besteht, den Abzweig in die Welt der realen Wirklichkeit oder auch die das reale tötenden Symbolischen einzuführen, damit es überhaupt eine Überlebenschance hätte, sich darin auszufälteln. Und dieser Vorgang des Proton-Pseudos, der beim Menschen noch dazu verkompliziert ist durch die terniere Aufspreizung des sexuellen Begehrens, das alle primären biologischen, dyadischen Zeugungs- und Geburts- und Aufzuchtsfunktionen invertiert und aufspreizt in eine dreidimensionale Symbolwelt, entsprechend den drei sexuellen Zumutungen, die da notwendig geworden sind, der Nike, der Artemis und der Hekate. Dieser Verwurf, diese Nichtigung wird also in diesem nächtlichen Vernichtungen, Auslöschungen, Aussichtslosigkeiten erneut reinszeniert als Erfahrung der totalitären Abwesenheit des Versinkens im Nichts, des Ausleerens und Entleerens aller Bedeutsamkeit. Um gerade dadurch jene Bewegung ins Werk zu setzen oder anzukurbeln, von der wir gerade gesprochen haben, nämlich dann entweder die primordialen Körperfunktionen der Ein- und Ausscheidungen einzuleiten oder aber auf sich auf die Socken zu machen, um das spezielle, eng geführte Ziel der Promovierung des neu synthetisierten Lebens und dessen Generierung am Schopfe zu packen, um den nächsten Zyklus einzuleiten. Die Abwesenheit kommt vor der Anwesenheit im Fortdarspiel, sagte Haas, und recht hatte er. Die Anwesenheit kommt immer erst nachträglich infolge der vorherigen entsetzlichen Wiederholung des abwesenheitstödlichen